Schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ich habe eine Kleinigkeit zu sagen. Leute, lasst die Spoiler oder das Backseat Gaming in den Kommentaren bitte weg. Ich möchte möglichst eine Singleplayer-Erfahrung liefern und ich glaube, das macht euch auch Spaß, genau dabei zuzusehen, ohne dass ich das ohne Hilfe schaffe. Ich weiß, es ist manchmal schwer. Und bevor ihr Kopfschmerzen davon bekommt, dürft ihr es schreiben. Ihr dürft ein paar Sachen loswerden, aber versucht euch ein bisschen zurückzuhalten. Und damit gehen wir mal ins Spiel rein. Also, wir kommen auch direkt zu einer Sache, die ich jetzt tun werde, die in den Kommentaren gesagt wurde. Das ist, Ich muss das jetzt machen, weil ich habe das im Hinterkopf und ich weiß es. Und dadurch, dass ich es weiß, kann ich es nicht ignorieren. Also sobald ihr sowas schreibt, weiß ich halt Bescheid. Dann werde ich das auch machen, tun. So, ihr Schweinchen, wo seid ihr da? Oh, das trifft nicht, wenn ich das so mache. Okay. Also gegen diese Gegner, diese... Die Hellebarde einsetzen gegen die Gegner ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also, es wurde gesagt, ich finde hier eine Feuerseele. Da drin? Aber hier komme ich ja nicht rein. Also, ich habe jetzt bei Dark Souls 2 noch keine... noch keinen Geheimgang gefunden. Oh, wait. Ha! Ah ja, da haben wir es. Genau das. Das wurde in den YouTube-Kommentaren gesagt, dass da in der Nähe was ist. Und das passiert halt. Also, sobald ich irgendwas aus den Kommentaren erfahre, werde ich es auch tun. Wie gesagt, ich kann mit dem Wissen nicht weiterspielen und das ignorieren. Aber das ist ein cooles Versteck, das muss ich wirklich sagen. Kann ich... Ah ne, ich habe ja nichts zum Aufsteigen. Keine Seelen am Start. Okay. Es ist ja jetzt fast eine Woche her, dass ich gespielt habe. Und es wurde auch in den Kommentaren gesagt, dass andere Gebiete zuerst gemacht wurden. Oder vorher. So falsch habe ich mich jetzt hier nicht gefühlt. Ich guck nochmal hier unten den Weg runter. Eigentlich, mich packt bei sowas immer sehr der Ehrgeiz und jetzt will ich diese RuinenwächterInnen auch erledigen. Ah, ja, okay. Hier war doch diese Tür. Jedes Backseat Gaming mitnehmen? Nein, 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 nein. Warte, ich muss das in den Titel wieder schreiben. Oh, das tut mir jetzt leid für YouTube. Ihr müsst das jetzt kurz ertragen. Das ist hier... So, ich schneide es wahrscheinlich raus. Hier müsste jetzt die Tür... Nee, die ist nicht aufgegangen. Schade. Achso, ist wieder zu. Ich war zu langsam. Okay. Ey, bis jetzt habe ich nicht viel mehr Backseat Gaming erhalten. Also, alles gut. Ah nee, die Tür geht dann tatsächlich nicht auf. Komm, lass mich durch. Danke.
Den Loot da unten hatte ich geholt, ja. Kann ich dich mittlerweile killen? Aua, 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 aua. Oh, 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 okay, okay. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Okay, wisst ihr was? Bevor ich irgendwo anders anfange zu sterben, ich will diese dämlichen Ruinenwächter killen. Ich werde jetzt da nicht. Nee. Ach, den hätte ich auch gar nicht killen müssen. Ich hätte einfach mal gucken können, wo es da noch lang geht. Ich fühle mich da unten aber schon richtig beim fernen Turm. Ich habe jetzt 3 Flakons. Ich glaube, ich kann die Ruinenwächter killen. Ich glaube, ich kann sie killen. Es ist fast eine Woche her, ne? Wahnsinn. Mal sehen, ob das geholfen hat beim Durchrennen und Das wird eng. Reicht. Perfekt. Ich hatte gerade Probleme, sie anzuvisieren. Ups. So schnell kann's gehen. Ich mache der so viel Schaden. Da bin ich schon gut dabei dort. Bei den dreien. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass man die Chance hat, alle drei einzeln zu besiegen. Wobei, es könnte schon sein, ne? Ich kämpfe mich nochmal hier durch. Ich kämpfe nochmal ein bisschen die Wege dort ab. Ja, fängt gut an, ja. Nein, nicht hauen. Hau von mir aus auf Fässer drauf oder so. Ist mir egal, jetzt. Komm aber bitte einmal hierher. Ha? Jetzt. Komm. Wow. So. Jetzt ihr zwei. Ich gucke mich nochmal um. Moment. Nicht hauen bitte, danke. Nicht da runterfallen. Jawohl, nicht da runterfallen. Hier sind so viele Löcher in der Mauer. Die Hellebarde tut schon echt einen guten Job hier an der Stelle. Da drüben ist die Nummer mit dem Verfolger. Da kam ich nirgends weiter. Darunter hüpfen kann man auch nicht. Okay. So. Kommt mal mit. Jungs, weg von den Fässern. Die ist ein bisschen verbessert, glaube ich. Bin mir aber nicht 100% sicher gerade.
Shit. Jawohl. Sehr gut. Nicht weglaufen. Hey. Königsschwertkämpfer Handschuh. Ja, ihr beide jetzt. Nee, zwischen den Fässern kämpfen wir nicht. Nein. Ich hab beim Drücken habe ich gedacht, ich könnte da hinten runterfallen. Beim Drücken dachte ich, ich könnte runterfallen und genau das ist passiert. Ach, ärgerlich. Die Hellebarde, die ist plus eins, ja, die ist verbessert. So langsam müsste doch der Boy da unten auch nicht mehr respawnen, oder? Jetzt. Er hat leider keine Fässer getroffen. Oh, er kann da durchschmeißen. So, Oxys. Ah, die Mauer. Die Mauer. Der Axt. Könnte ich noch mal verbessern. Mir fehlt dafür dieses andere Zeug. Ja, theoretisch ist das schon Backseat Gaming. So, verbessere doch mal deine Hellebarde noch, aber man könnte es besser verstecken, als wenn man es fragt, so, warum verbesserst du die nicht nochmal? Oder dann wäre es nicht ganz so. Oh oh. Nee, lasst mich mal. Machen wir wieder hier vorne. Das war besser. Weil dann laufen sie nämlich teilweise wieder zurück. Und das sind eh jetzt fünf. Und er hat das überlebt.
So. Da hinten sind nochmal zwei. Hallo. Hier sind Explosionsfässer, da will ich nicht mit euch kämpfen. So. Ach hier. Ah, guck mal. Sollte ich euch jetzt erst killen von hinten? Ja, mal bevor ich diese Tür aufmache. Kommentiere fast keine Videos oder Streams. Okay, cool, ja, freut mich. Es freut mich wirklich sehr. Freut mich auch wahnsinnig, wie gut das auf YouTube ankommt. Ihr seid echt klasse. Oh, jetzt bin ich hier am Labern. Ein Lebensstein, Dankeschön. Ja, also ich möchte halt ohne Hilfe Dark Souls schaffen. So, alle drei Teile. Das erstmal. Und nachher kommt dann auch noch Elden Ring. Das war jetzt saublöd. Okay. Ein Helm von denen, den habe ich schon. Kann ich die Tür hier von der anderen Seite auch aufmachen? Ne, jetzt muss ich wieder darüber. Bleibt die Tür dann offen? Oder sind diese Schalter mit diesem Rausziehhebel immer Türen, die sich wieder schließen? Wir werden es gleich rausfinden. Also, sie scheint erstmal offen zu bleiben. Ich sehe jetzt hier keinen anderen Weg zu diesen Ruinenwächtern. Da ist auch nur Abgrund und Wasser. Okay, dann ist das hier der Way to go. Dann ist das genau so geplant. Man killt die eine und kann dann die anderen beiden einzeln bekämpfen. Let's go. Also. Die hat mich getroffen. Ah. Kommt da ein zweiter? Nee. Nicht runterfallen. Ah, okay. Naja, ist auch gut. Ist okay. Ah ja, nicht vergessen, dass sie da einen Schlag macht, wenn sie aufkommt. So, Nummer 1. Und jetzt stehst du schon unten. Ich kann euch aber nicht hart hitten. Doch, kann ich. Aber ich krieg auch wahnsinnig viel Schaden, wenn ich da runterfall. Boah, das war ein richtig guter Damage, den sie da gekriegt hat von oben. Boah, kann ich... Also, wir sind gerade nur mit zwei Flakons da reingegangen. Jetzt habe ich drei.
Das sollte die Sache doch etwas vereinfachen. Dass diese Tür nicht aufbleibt. Ich darf nicht rechts an ihr vorbeirollen. Und ich tue es schon wieder. Weil kein Platz links ist. Weil wenn ich links vorbeirolle, ich in dem Moment runterfall. Gefühlt. Und Mann. Verdammte Axt. Ach, jetzt sind die Seelen auch weg. Oh, das waren wieder so 4000 Seelen. Das wäre ein Level gewesen. Shit. Oh, oh, ich glaube, jetzt ist er schnell genug, um noch einen Schlag zu machen. Nee, gut. Ha, ich bin immer wieder am Überlegen, ob ich für YouTube diese Laufpassagen rausschneiden soll. Da wäre mal auch eine Info in den Kommentaren ganz cool. Die Nutzung zeitbegrenzt? Ach so. Ey Leute, wir können drüber reden, welche Emotes ich fürs Folgen machen soll. Das ist gar kein Thema. Den können wir gerne ändern. Wenn das einer ist, der euch besonders gut gefällt, für den Follow, gerne. Das kann ich anpassen. Aua. Oh. Mist. Da war ich gierig. Da war ich gierig. Mein Fehler. Habe ich eigentlich noch Menschlichkeit? Menschenabbilder, mein Gott. In diesem Spiel. Das hätte auch einfach Menschlichkeit heißen können, wie im ersten Teil, warum sie das geändert haben. Ach so, ich wollte mal gucken, ob ich bei den Ladies, bei den alten Damen, vielleicht machen wir das heute noch, bei den alten Damen vom Anfang schauen, ob ich dort Menschenabbilder kaufen kann. Ja, manchmal sage ich halt irgendwelche Sachen und teile meine Gedanken in den... In den Laufwegen rede ich dann irgendwelches Zeug. Aber es ist wirklich Videozeit und YouTube ist da ja doch sehr krass, was das betrifft. Wenn Sachen geskippt werden oder so, wird sehr schnell... das Video unter den Teppich gekehrt.
Ist etwas Arbeit, ja. Aber das macht mir Spaß. Videos schneiden und so. Müsste dann nur gucken, welche Übergänge ich nehme. Ob ich einen Übergang mache oder einen harten Cut. Ob ich dann vielleicht sogar einen Counter mit einbaue, wie oft ich es schon probiert habe. Ich bin auch am Überlegen, ob ich es nicht so mache, dass ich hier jetzt erstmal diese Reihe fertig mache und das weiterhin so verfolge, einfach das gesamte Video uploade. Und jetzt mit die Dark Souls 1 Tries einfach nochmal hernehmen das Video. Und Dark Souls 1 quasi dann als Cut nochmal hochlade. Oh, okay. Oh, der Treffer war meh. Ich möchte bei denen schon ein bisschen mehr Leben haben. Ich schau mal schnell zu den Ladies, zu den alten Frauen, ob ich da vielleicht Menschenabbilder kaufen kann. Kann ich bei dir noch andere Sachen kaufen? Nee. Du findest es super so. Naja, ich würde es als neues Video hochladen. Die alte Reihe würde so bleiben und ich fange mit Dark Souls 1 an. Oh, wir gucken mal, wie oft ich schon gestorben bin. Jetzt nochmal von vorne quasi. Das Problem ist nur, dass die Leute, die es halt schon gesehen haben, es dann wahrscheinlich wegklicken. 157 Tode. Ach du Scheiße. Was hast du noch zu melden? Ich habe alles verloren und bin nun hier. Ja, das stimmt nicht. Gibt es hier nichts? Aha, den Fluch brechen. Okay. Die Katze, die hatte nur den Ring, aber kann ja trotzdem nochmal mit ihr reden. Mal gucken, ob sie noch irgendwas anderes für mich hat. Der Typ hier, was wollte der nochmal? Der verkauft Dinge. Mir wurde auch gesagt, dass es irgendwie Schilde mit 100% Block gibt. Da bräuchte ich aber ein bisschen mehr Stärke noch. Ich glaube, das letzte dort war eins mit 100% Block. Dann von der Katze den Ring und hier runterfallen. Das ist, da unten liegt noch ein bisschen Zeug rum. Ich bin zugestoßen. Funkeln, aha. Sündenbuchrecht, okay. Okay. Alles klar. Was verkaufst du? Du hast diesen geilen Ring, der weniger Fallschaden macht, aber keine Menschenabbilder. Keine Menschenabbilder. Okay. Meine Vermutung ist auch... Ah, warte, hier hoch muss ich dann, glaube ich. Die haben ja nicht unendlich davon, diese Shops. Haben von den meisten Items dann nur eine bestimmte Anzahl. Hier oben war ich schon reingelaufen.
Ist das der Weg, den ich gegangen bin? Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Ich glaube, da oben war ich lang und nicht nach unten. Ich könnte tatsächlich auch nach unten mal reingucken. Aber jetzt will ich erstmal zu den alten Ladies. Hätte ich da hinreisen können? Mist. Jetzt bin ich am Laufen, ne? Ja, ich hätte da hinreisen können. Oh, nicht ins Loch fallen, bitte. Da ist eine Leiter. Ja, und ich habe nichts um diesen Typen. Da unten steht noch so ein Troll. Was machen eigentlich die Fackeln? Ich habe doch Fackeln. Wie rüste ich die aus? Nee, dahin. Ist das bei einer Waffe? Muss ich das als Waffe ausrüsten? Nee. 35 Minuten Fackeln habe ich. Die machen Licht, ja. Kann ich die Fackel hier anzünden? Nee. Gegenstandskiste. Ah, hier kann ich Gegenstände weg ablegen. Ich habe noch diese Glut am Start. Ich habe auch noch nicht den Schmied gefunden, der die Glut haben will. So. Verkaufst du mir was? Du lachst nur blöd. Verkaufst du mir was? Nee, du verkaufst auch nichts. Verkaufst du was? Noch einmal von vorne beginnen? Bitte was? Punkte neu verteilen. Ach so. Ach, okay. Schau mal an. Ha. Kostet mich das was? Ich will. Nee. Ich. Hahaha. Okay, die lacht mich auch nur aus. Ja, so Magie mal nehmen, wäre schon auch mal eine Überlegung, ne? Jetzt, wo ich mal hier bin, schaue ich kurz. Wait, nee, hier war das nicht. Moment. Ach so, Magicka ist ein Spiel. Jetzt hat. Das, nee, kenne ich gar nicht. Sagt mir gar nichts. So, die greifen mich ja nicht. Doch, der hatte mich angegriffen. Da hinten ging es nicht weiter. Aber hier. Oh, da liegt was. Da liegt was. Hier geht's nur. Ach komm. Ich will den Gegenstand da haben. Jetzt will ich ihn haben. Zum Glück saß ich an dem Leuchtfeuer, glaube ich. Ich glaube, ich saß dort. Was für ein Spiel ist denn Magicka? Ja. Ist das so was Dark Souls-mäßiges? Was war das? Ich hab's nicht gesehen. Schmeißt er sich auf mich drauf, der Weinehund. Ich habe nicht gesehen, was es war. Was war's? Was habe ich da gesammelt? Also ein Menschenabbild war es schon mal nicht. Was ist das hier? Stellt Zaubereinsätze wieder her. Heilt Gift und stellt Trefferpunkte wieder her. Stellt Trefferpunkte wieder, halt alle Statuseffekte. Erhöht vorübergehend die Ausdauerregeneration. Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Ich
Ich glaube, hiervon war es nix. Ein Ring auch nicht. Habt ihr gesehen, was ich da gekriegt habe? Das wäre jetzt kein Backseat Gaming, mich kurz aufzuklären, was ich da aufgesammelt habe, weil ich so schnell weggedrückt habe. Äußerst glatter, seidiger Stein. Sepp, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle da seid. Ein Goldharz. Ah, okay. Vorübergehend Blitz, apropos. Ich bin ja bescheuert. So, Menschlichkeit, Menschenabbild. Ich habe jedes Mal Probleme, wie dieses Ding heißt. Menschenabbild. Habe ich kein einziges und ich weiß auch nicht, wo ich sie herkrieg oder kaufen kann. Gut. Kiste ist weiterhin gelootet. Passt. In dem Fall. Magicka ist ein Koop-Abenteuer für 1 bis 4 Zauberer. Man läuft rum und verbindet Elemente, um Todesfeuer, Laser oder Gifteiszapfen zu verschießen. Macht Orks und Co. kaputt. Und der Humor in dem Spiel ist genial. Okay, das klingt witzig. Das könnte man sich ja mal so Viewer-Games überlegen, dass man dann dass wir gemeinsam ein bisschen spielen. Ich probiere jetzt gleich mal, wobei jetzt ist, glaube ich, der falsche Moment. Ich muss das Goldharz ja ausrüsten und dann die Waffe auch anbrutzeln. Das heißt, ich habe jetzt hier keine Möglichkeit, glaube ich, das schnell. Nee. Danke. Okay, da war ich eigentlich vorbeigehuscht, aber ich habe wieder irgendeinen Grund. Eine Joke-Sprache, eine Spaßsprache entwickelt. Okay, das klingt witzig. So. Ich weiß nicht, ob das Goldharz hier was bringt an der Stelle. Ich probiere es aus. Das war ja, glaube ich, Blitzschaden. Ich meine, die haben Metallrüstungen an und Metallrüstungen sollten Strom ja eigentlich gut leiten und Bullshit Französisch. Die Voice Actor müssen richtig Spaß gehabt haben. Okay. Sehe ich jetzt nicht, ob du mehr Schaden. Oh nee. Oh shit. Come on. Wow, Schilde werfen könnt ihr also auch. Nee.
Ach Mann, ey, warum musste ich jetzt da runterfallen? Doch, die hatte schon mehr Schaden gekriegt. Ich glaube 260 oder so. Aber jetzt habe ich halt noch ein Goldharz. Also auf jeden Fall aufheben, wenn ich runterfall. Wenn ich die erste gekillt habe. Dass ich gegen die zwei das Goldharz verwende. Da habe ich dann auch genug Zeit nach dem Kill, das aufzutragen. Viel Feind, viel Ehr. Finde ich gut. Dass ein Treffer ist. Also die Hitboxen in dem Spiel sind schon eher schmu, ganz ehrlich. Gerade bei so einem Spiel sollte das halt nicht so sein. Ach, ich habe hauen gedrückt statt ausweichen. Ah, ja, sowas passiert dann auch mal. Okay. Aber es gibt hier kein. Warte mal, wo geht's hier lang? Geht's hier durch? Kaputt machen? Nee. Gibt's hier eine Leiter? Dass ich oben drüber komme? Nee, auch nicht. Schade. Ich dachte, ich wäre was auf der Spur. Hier unten irgendwo was? Nee. Keine Ahnung, ob ich jetzt anfangen soll, die Wege zum Boss auf YouTube rauszuschneiden. Ich weiß es echt nicht. Gerade bei Ornstein und Smaug, das Video wäre wahrscheinlich halb so lang, nicht mal weniger. Scheiße. Oh, gut. Okay. Warum ist das ein Treffer? Warum kriege ich da Schaden? Da bekomme ich Schaden und bin aber trotzdem, hab eine Light Roll gemacht und eigentlich im Ausweichen und naja. So, Menschenabbilder, keine mehr. Ich habe drei Flakons, okay, das ist gut.
Was ich mir auch überlegt habe, wenn die da unten ihre Attacken machen und diese Säulen zerstören, ich glaube, ich habe sie noch nicht alle Säulen zerstören lassen, dass irgendwie von oben was runterfällt. Soll ich das mal probieren? Einfach mal runterspringen und schauen, ob ich die dazu bringen kann, dass die alle tragenden Säulen dieses Gerüstes kaputt machen und gucken, was passiert. Ob was passiert, wäre spannend. Also, vor allem, wenn was passiert, wäre es mega cool. Ja, das Theory Crafting, genau. Das sollte man dann nicht rausschneiden. Aber gut, ich meine, im Schnittprogramm sehe ich ja sehr gut, wenn ich rede. Da lässt sich schon. Da kann ich sehr gut erkennen, wann ich was rausschneiden kann und wann nicht. Fällt sie schon wieder runter. Nein. Oh, hohoho. Nee, das ist der zweite Schlag, genau. Oh, das war dumm. Na, den zweiten. Den zweiten. Ah, warum habe ich nochmal draufgehauen? Ich habe gesehen, sie hat wenig Leben. Ich dachte, jetzt schaffe ich's. Aber ich wusste, dass sie zu viel Leben hat, um sie mit zwei Schlägen zu killen. Und trotzdem habe ich diesen Schlag ausgeführt. Eieieiei. Das wäre, Moment, das sage ich während dem Bossfight, damit die Leute auch auf YouTube gucken und mitkriegen. Ich bin mir sicher, einige gucken sich das ganze Video an und lassen es durchlaufen nebenher, was ja auch mega cool ist. Aber haut's mal in die Kommentare. Die hier wirklich effektiv zugucken auch. Wäre es okay für euch, wenn ich die Stellen rausschneide, an denen ich einfach laufe, renne, irgendwo hinlaufe, so oder uninteressante Sachen, einfach hier diesen Weg zum Boss immer wieder. Wenn ich den rausschneide, ist das in Ordnung für euch? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Dieser enge Balkon.
Ja, oder sowas, genau. Wie der Chat gerade meint. Leute auf YouTube. Oder einfach schnell durchspulen. Das ist zwar zum Anschauen ein bisschen, finde ich immer mies, weil der Ton ja dann auch beschleunigt wird und dann eine Musik drunter legen, ist schwierig. Ach, jetzt bin ich am Fallen gestorben, ey. Ach, Mann. Ah, mit einem Vorspulsound, ja, dass ich die Tonspur dann ausmache, dass die Geräusche nicht komisch klingen und einen Sound drüber machen. Ja, das wäre auch eine Idee. Also, haut's in die Kommentare. Wäre das euch recht? Wäre das in Ordnung? Und ganz schneiden oder lieber vorspulen? Einfach mal in die Kommentare hauen, bitte. Dauert dann halt vielleicht einen Tag länger, bis ich ein Video hochgeladen habe. Das muss euch auch klar sein. Laufwege zwischen zwei Gebieten. Ja, ich würde nicht, wenn ich jetzt wirklich wieder erforsche, also wenn ich noch nicht weiß, wo es lang geht und einfach das Level erforsche und Wege finde und so. Wenn ich noch nie irgendwo war, dann würde ich es nicht rausschneiden. Sondern es geht wirklich darum, wenn ich schon war und hier bei. Warum dieser Schaden? Was soll das? Also ganz ehrlich, weil ich bei der Rolle irgendwie ihr Schild berühre oder die Rückseite ihres Hammers oder. Ich muss die drei halt machen, ohne Schaden zu kriegen, bei so wenig Leben. Darf ich nicht gehittet werden, eigentlich. Ein Schlag kann ich ab und dann. Ist schwierig mit Trinken. Also lieber vorspulen als rausschneiden und dann. Kann ich auch die Gespräche, wenn ich dann wieder langsamer drehe, die Gespräche ja. Ich kann da nicht ausweichen an der Stelle. Ich hätte da nach hinten gehen müssen. Oh, jetzt fängt es mich wieder an zu nerven. Es gäbe einen kleinen Tipp, der sehr viel helfen würde. Also was ich überlegt hatte, ich habe ja drei Türen dort gesehen. Und irgendwie war meine Vermutung, dass ich vielleicht einen anderen Eingang nehmen kann, dass ich da von oben irgendwie hinkomme. Und dann eine nach der anderen irgendwie machen kann. Ich habe hier aber keinen anderen Weg gefunden dorthin. Ich habe geguckt. Ich vermute, dass diese Türen, dass das später relevant ist, wenn die dann geöffnet sind, dass ich dann da irgendwie entlang komme. Was ich jetzt probieren werde, auch ein bisschen nach dieser Aussage aus dem Chat jetzt. Ich springe runter und lasse sie mal die Säulen kaputt machen. Ich schau mal, ob das was ändert. Wieso steht jetzt der Ork schon hinter mir? Und lass sie mal die Säulen hier kaputt machen. Komm, hau drauf. Lol, sie springt drauf, okay. Haut mal hier ein bisschen auf die Säulen drauf, jawohl. Das will ich sehen. Ach, fuck off.
Hier, diese zwei Säulen soll die mal kaputt machen. Ich will wissen, ob der Balkon runterfallen kann. Jetzt hauen sie nicht auf die beiden Säulen drauf. Wobei, der hängt ja dann noch oben an so einer Säule. Wahrscheinlich müsste die oben erst kaputt gehen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ich probiere jetzt noch was anderes. Macht die Armbrust oder der Bogen mehr Schaden? Die Armbrust. Wie viele Bolzen habe ich denn? Sind das Bolzen? Ja, 6 Stück. Habe ich noch andere? Nö. Habe ich jetzt noch eine Light Roll? Nee, habe ich nicht mehr. Wo ist denn das Gewicht da unten? Ja, jetzt ist noch Light Roll. Passt. Ja, Sepp, das mit den Tipps, das ist halt so schwierig mit diesen Hinweisen. Ich weiß, ich kann es auch nicht abschätzen, ab welchem Zeitpunkt, und das empfindet ja jeder auch anders, ab welchem Zeitpunkt ich mir einen Tipp nehmen sollte, damit ihr noch Spaß beim Zuschauen habt und ich auch Fortschritt krieg und aber trotzdem nicht zu viel erfahre, um irgendwie das Spiel, um mir das Erlebnis ohne Backseat Gaming und ohne Hinweise aufrechtzuerhalten. Darum geht's ja jetzt hier auch ein bisschen, dass ich es ohne Hilfe schaffe. Ach, wow. Ja, der geht vorbei, oder wie? Du bist ja ein Nasenbär. Der Schuss ging einfach vorbei. Scheiße. Jetzt steht sie wieder so, dass ich nicht rollen kann. Jetzt sterbe ich beim Runterfallen. Ach, hier. Es gibt diesen dämlichen Ring noch von der Katze, dass der Fallschaden nicht so hoch ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich es nicht mal hinkriege, diese eine da auf diesem Balkon kaputt zu machen, was soll ich dann dafür sorgen, dass ich... weniger Fallschaden bekomme? Vor allem kämpfe ich ja dann trotzdem wieder gegen 3 da unten. Vielleicht gibt es auch einen ganz anderen Weg, dass ich gar nicht von der Seite hier... Nee, was mache ich? Dass ich gar nicht von der Seite hier dahin komme, so dass das quasi der Weg ist, um die Einzelne auf dieser Seite zu killen. Und es dann nochmal für die anderen Eingänge zu dieser Arena irgendwo einen anderen Weg gibt. Weil da oben, da sind ja Eingänge. Ja, ist gut. Oh oh. So, warte, gucken wir mal kurz. Hier waren doch irgendwo oben auch noch Türen, oder nicht? Nee. Oder nicht? Ich dachte, doch, da drüben ist eine. Zu spät gedrückt. Und die beiden stehen auf die anderen beiden. Jetzt läuft die los. Die eine steht noch weiter oben wahrscheinlich. Ich bin echt schwer am Überlegen. Ganz schwer am Überlegen. Was noch so geht. Also die Armbrust kann ich wieder wegpacken. Das war Mutz. Ich meine, ich probiere es nochmal, wenn sie runterfällt. Sie bleibt ja auch einen Moment stehen, wenn sie zum Sprung ansetzt. Oh, das war knapp.
Hoffen wir mal, dass ich sie zum Runterfallen überreden kann. Oh ja, klar. Okay. Nice. Damit zum Outro für heute. Ja, genau. Diejenigen, die jetzt hier bis zum Ende geguckt haben, nochmal der Hinweis. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich die Wege zum Boss hier ein bisschen abkürzen soll. Ob das cool wäre oder nicht. Ich würde es wahrscheinlich eher mit Vorspulen machen, damit dann die Gespräche, die ich dann wieder langsam zeige, dass einfach klar ist, wann die passiert sind, dass man es ein bisschen verfolgen kann. Oder ob ihr es einfach wirklich so am Stück haben wollt. Schreibt das mal bitte rein. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Bis dann. Tschüss.